Hallöchen, liebe Bücherfreunde und einen wunderschönen guten Morgen heute an diesem Samstag. Ja, ihr seht richtig, es gibt tatsächlich noch einen zweiten Vlog in diesem Monat. Wirklich verrückt. Heute geht's für mich nach Berlin und ich werde auf die Buch Berlin gehen. So ist zumindest der Plan. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was mich da so richtig erwartet. Ich weiß nur, dass die Buch Berlin auf jeden Fall also nicht vergleichbar mit Leipzig oder gar Frankfurt ist. Dennoch freue ich mich auf so manche Begegnungen. Es ist zum Beispiel Bernhard Hennen da, es wird Jasmin Zipperling da sein, es ist zum Beispiel auch der Drachenmond Verlag vertreten und wer weiß, wer alles noch so rumkruscht. Und ja, ich nehme euch da ein bisschen mit. Ich bin jetzt soweit fertig, habe auch gerade meine Getränke umgefüllt. Ich habe mir noch frischen Tee gemacht, zwei Flaschen, die ich jetzt mit ins Auto nehme, weil ich fahre ja so knapp 3 Stunden nach Berlin. Und ja, dann nehme ich euch ein bisschen mit. Danach ist so ein bisschen ja, Bummeln, Shoppen angesagt. Wir gehen wahrscheinlich auch in den neuen Hugendubel und in den neuen, und in den alten Yankee Store, wo ich gerne, also alt, in dem ich dann auch gerne vielleicht die neuen Düfte mal so ein bisschen andüfteln möchte. Ich möchte ja unbedingt wissen, wie dieser Alpine Mint riecht. Den gibt es ja nur als Glas und ja, wer weiß, ne? Ja, und dann nehme ich euch so ein bisschen mit, versuche auch überall so Kleinigkeiten zu filmen. Ich weiß, es ist aber nicht so einfach mit mir, aber ich versuche so ein bisschen den heutigen Tag einzufangen. Und ja, morgen am Sonntag geht es dann auch schon wieder zurück. Und daran denken wir aber noch nicht, jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Vlog. Der Buch Berlin und ja, es ist größer als ich mir vorgestellt habe und es ist sehr viel Fantasy, High Fantasy, sehr viel Self-Publisher, macht richtig Spaß und ja, ich blende euch vor und nachher natürlich ein bisschen was ein und wünsche euch viel Spaß. Thank you.
auch für Kinder und ich habe die eigentlich immer weggeschickt zu anderen Verlagen und habe dann gesagt, mach ich selber zwei Titel zum Badewann-ABC. Oh. Das war echt so ein Randding, so die Randnische. Jetzt, die Buch Berlin war richtig, richtig cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein neues Buch, beziehungsweise zwei neue Bücher. Tanja nickt. Sehr gut. Ja, jetzt geht's weiter in Berlin. Wir gehen jetzt ein bisschen shoppen und ja, den Rest seht ihr dann jetzt bestimmt. Wieder zu Hause möchte ich euch natürlich zeigen, was so ein bisschen die Ausbeute war. Also ich war auf der Buch Berlin, habt ihr ja gesehen, es gibt dazu diesen Messekatalog. Ein bisschen geholfen hat hier das Verzeichnis, dass man so ein bisschen wusste, wer da ist und wann und wo und wie. Aber ja, ich war ja nicht primär wegen der Messe da. Von daher, also war es cool und fand ich auch schön, dass man das als Blogger mitbekommen hat. Ja, interessiert hat mich die Reihe von Anja Berger, die Melodie der Sterne. Da habe ich mir mal dieses Lesezeichen mitgenommen. Das möchte ich mir jetzt zu Hause in aller Ruhe einfach mal anschauen. Und ja, das hat mich angesprochen. Auch hat mich von Nikki Barnes Rockstar sucht Nanny angesprochen, so vom Cover. Also erinnert ja so, ich sage jetzt mal ein bisschen, natürlich an die Redwood-Reihe oder ja, so ein bisschen, ne, in diese Richtung wird es ja gehen. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt. Klingt ein bisschen wie von Page Toon, das Buch um Johnny Jefferson. So ein ähnlich, ne? Also der Rockstar, ja, wobei der ja eine Assistenz gesucht hat. Aber ja, das hat mir gefallen. Dann habe ich ja den lieben Jens von Edition Wannenbuch mal wieder getroffen. War jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass wir uns auf einer Messe gesehen haben. Und er hat mir das neueste Werk in die Hand gedrückt, Sternzeichen Badeende. Das ist das Horoskop für die Wanne. Und richtig super finde ich auch die neue Verpackung. Nicht nur, dass ich diese Badewannenbücher toll finde. Ich finde auch jetzt die Verpackung super. Vorher waren die ja in Plastik eingewickelt. Und das hat, ja, ist halt natürlich wieder Plastik. Ich meine, klar, auch das Buch selbst ist natürlich in Plastik, also ne, es ist ja Kunststoff, dass es nicht nass wird, also ne. Aber ich finde es jetzt mega, dass er ja hier auf eine Pappverpackung umgegangen ist, weil halt die Verpackung in der Regel ja doch schneller wegfliegt
als es das Buch selbst dann tut. Ja, bin ich sehr gespannt, freue ich mich auf die nächste Badewanne. Ja, ein Buch habe ich gekauft, und zwar am Manticore-Stand von Jonathan Green, Alice im Düsterland. Und da hat mich natürlich das Cover angesprochen, zudem mag ich Alice im Wunderland unglaublich gerne. Und hier wird man im Grunde, also das ist die Taschenbuchausgabe, und hier wird man im Grunde zu Alice und hat so eine Art Spielbuch. Man braucht wohl Würfel, Zettel, Stift und dann kann es irgendwie losgehen. Und ich bin gespannt. Es ist mein erstes Spielbuch. Ich hatte mal so eine Testzeitschrift. Ich weiß gar nicht mehr, wo die herkam. Ich kam auch aus dem Manticore Verlag. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, habe mich dann aber gar nicht mehr damit beschäftigt. Und ich kann mir das halt durch die Interaktion super spannend vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja Erfahrung mit den Spielbüchern und dann könnt ihr ja gerne mal Bescheid geben. Ja, vom Manticore Verlag habe ich dann noch eine Leseprobe bekommen. Ich glaube sogar, dass der Autor da stand, ich bin mir gerade nicht so sicher. Und Roman-Neuerscheinungen und auch die Spielbuch-Neuerscheinungen, da schaue ich mal rein. War ein super nettes Gespräch an dem Stand, hat mir gut gefallen, dass man da so ein bisschen ins Gespräch gekommen ist und war richtig toll. Dann waren wir kurz bei Primark, da durften Harry Potter Socken mit. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Harry Potter-Fan, doch, nicht der größte Primark-Fan. Also ich kaufe da ganz gerne mal Taschen oder, keine Ahnung, auch mal Stoffschuhe für 5 Euro. Aber Socken, finde ich, gehen gefühlt immer. Das ist so eine relativ edle Harry Potter-Ausgabe, wie ich finde. Fehlen eigentlich nur die grünen für Slytherin. Und dann habe ich mir so eine Thermoskanne mitgenommen, also oder eine Thermosflasche. Ich glaube 0,7 gehen da rein und die hält, glaube ich, 12 Stunden kalt und 18 Stunden warm oder irgendwie so und hat eben das Gryffindor-Logo an der Seite. Und da konnte ich natürlich nicht vorbeigehen, muss ich ganz klar sagen. Ich bin sehr gespannt, ob sie die Wärme hält, das finde ich immer unterwegs wichtig. Und im Sommer natürlich auch ein bisschen das Kalte in den Getränken. Zu Hause ist die nix, also da benutze ich die nicht, da habe ich Glasflaschen. Aber für unterwegs finde ich das einfach schön, weil da habe ich bis jetzt auch Plastikflaschen, also für mehrfach verwendbar. Aber ich glaube, dass sowas mit Kühlung und Wärmung doch mit am besten. Und zwar The Cider House, das ist ein Apfelduft, den ich mega fand. Winter Wonder wurde nachgekauft, zumindest mal noch ein Tart. Da habe ich jetzt nur noch ein halbes hier, ich glaube von 4 oder 5. Und den finde ich zurzeit einfach mega. Und ganz neu durfte mit der Pomegranate Gin Fizz, weil der mich einfach sehr begeistert hat, als ich daran geschnuppert habe. Ist ja, glaube ich, auch neuer Herbst-Winterduft, ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe auch am Alpine Mint-Glas geschnuppert, aber mich dann doch dagegen entschieden. Und das ist so ein bisschen die Ausbeute. Bei Lush war ich überfordert, habe ich nichts mitgenommen. Und ich glaube, das reicht auch so. Und man muss ja nicht immer groß einkaufen, shoppen. Es geht ja eher um die Begegnungen und was man so ein bisschen sieht und Ja, und da es jetzt doch schon ein bisschen dunkel am Abend ist, beenden wir den Vlog und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit auf der Buch Berlin zu sein. Ich hatte wirklich ein sehr schönes Wochenende und freue mich über die Momente, die erlebt wurden und natürlich auch, was ich so ein bisschen mitgebracht habe. Freue mich auf das Spielbuch, auf die Düfte und auf meine neue Flasche. Wer hätte das gedacht, dass man sich über Flaschen freuen kann? Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Vlog. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.